Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den 2 um 15:45. Jack Fleischer ist auch mit dabei, aber das ist einerlei. Zwei. Nicht schlecht, der Witz war gut. So. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Du bist mit Mut dabei. Ja. Mein Freund. Okay. Ja, wir mussten eben kurz mal den Server neu starten, deswegen sind hier keine Zombies, weil die noch anscheinend nicht gespawnt sind. Oder haben wir jetzt schon wieder Probleme? Problem ist nämlich. Ja. Dass die Zombies manchmal stehen bleiben. Das hatten wir schon mal in einer letzten Folgen. Nee, ich habe einen Zombie bei mir. Ich höre ihn deutlichst. Und er bewegt sich klar in meine Richtung. Okay. Machen wir kurz hier die Lücke vorne weg. Hier stehst du echt wieder auf, ja? Okay. Achso, ich kann ja schon mal anfangen, Spikes zu setzen. Ja, da waren hast nämlich du schon eine, welche gemacht? Ja, 40 Stück. 40? Könnte halt Aua machen, ne? Wenn man dann hier nochmal vorbei, ne? Dann denken bitte. Gut, dass du sagst, ja. Aber sie sind rot. Sie sind standardmäßig. Meine Stone Axe, wenn ich die jetzt repaire, tatsächlich. Was denn? Dann schiebt er das dazwischen. Okay, die Krise. Ja. Wenn du was anderes craftest, macht er anscheinend Reparierer. Arbeiten. Was wollte ich jetzt machen? Spikes. Brauchen wir auch recht, ne? So, Spikes, Iron. Ja, ich hätte jetzt halt Iron diese Grube, dann gehen die auf jeden Fall nicht kaputt. Die heißen, glaube ich, so. Spike Trap. 20 pro. Mach ich einfach mal alles. Und dann machen wir da, würde ich sagen, davor noch eine Reihe und dann Stacheldraht dagegen. No? So. Das bedeutet aber, wir bleiben hier, richtig? Also da ist ja so ein Aufwand. So keine. Ja. Ich meine, wir können immer noch so Zweitbasen raus. Naja, sagen wir mal so, es ist im Grünen, 50 FPS sind jetzt auch nicht zu verachten. No? Ja, stimmt schon. Ist schon schön. Außerdem, so sehen die jetzt aus, die Spikes. Das sieht ja geil aus. Ja. Das passt ja richtig gut da rein, die Scheiße. Machst Blutiger. Du noch die Flexdowns? Hab ich schon. Hier. Also, könnte ich gleich. Nee. Warte, ich mach noch ein bisschen Holz so. Gleich nochmal 150, Stück. 200 geben. Mhm. 200 Cobblestone Rocks. Ja, verarbeite solche Flexer und so weiter. Ich mache auch das gleiche gerade. So, also, hier hast du dich versiebt. Ja, na guck mal, ob du das fixen kannst. Muss ich, nee, ich hatte hier irgendwo Forest Ground gemacht. Damit ich das hier vorne die Lücke auffüllen kann. So, jetzt ist die Frage, normalerweise wenn ich jetzt... So eiserne Tasche oder so noch? Alles, was ich so einschmelzen könnte jetzt noch? Hä, der macht da voll die Lücken in dem Boden, wenn ich dann. Das verstehe ich nicht. Was? Hier. Nimm mal auf, bitte. Ich hätte sogar ein Eisen. Ja, 180. Irgendwas. Alles, was ich einschmelzen kann. Blei oder so hast du nicht, ne? Nur im Zopf vom letzten. Federn? Federn? Kopf vom letzten noch? Ja, nein. Im Kopf vom letzten Zombie sollte der Spruch werden, aber... Ja. Alter Mann ist schon zu müde. Mir lade, aber du lach. Mir lade, aber du lach. Okay. Gut. Ich mach weiter. Ja. Sollte man nicht auch Stacheldraht an die Mauer dranhängen? Oder meinst du, dann schlagen sie in den Stacheldraht? Dann schlagen sie erstmal den Stacheldraht und schlagen sich dabei selbst. Ja, machen wir so. Machen sie das so? Ist das so? Wahrscheinlich. Ist die Frage, ob wir das jetzt schon machen müssen. So. Genau. Na gut, prinzipiell brauchen wir erstmal hier was zum Hochgehen, dass wir halt, ne? Also, dass wir die Zombies halt. Es ist halt die Frage mit dem Übergang. Da hast du angefangen, irgendwie die Gitter zu machen, so? Nee, dafür brauchte ich noch Clay Soil. Den hatte ich erstmal eingesetzt, dann brauchtest du was und so kam es. Also, ich bin dabei, ja. Ich denke auch dran, ja. Wir arbeiten dran. Haben Sie Geduld, bitte.
We work on that. We work on this. Yes. Was brauchen wir denn noch? Also ich hab, ich mache jetzt gerade Cobblestone. Ich pack das mal aus hier. Soil müsste ich noch. Da müsste ich noch ein bisschen Kabel machen. Hier sind so viele Anti-Bird-Nest. Du hast ja auch ein, du hast einen Bird-Nest-Riecher scheinbar. Ja? So ein Bird-Nest-Blick. Oder nicht? Wenn du willst. Ja? Oder Fan von Burt Reynolds. Ja, schlechte Witze. Ja, bist du. Bin ich für bekannt. Also, Ina lacht da hundertprozentig drüber, dass ihr Queen Hanni da. Also, dir ist schon klar, dass wir jetzt drei Folgen bald bauen. Das bauen, ne? Das hier durchziehen. Ja. Es ist wie es fucking ist, ne? Es ist sauber. It needs to be done. I see. It needs to be done. Oh, gut, aber hier würde ich mal keine Spikes, also ich meine, reinsetzen im Boden ist ja so nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr Erde. Wo bist du jetzt? Du bist im verbrannten Gebiet, ne? Ich bin jetzt wieder beim Forgehaus, ja. Hm. Ich mach Barbed Wire jetzt. Nochmal. Oder mal. Ansonsten schmelze ich ein. Na, der Rest ums Haus ist halt keine Erde. Oder ist das hier? Warte mal, ist das 4? 1, 2, 3, 4. Bar. Zack. Iron Bars. 33 kann ich machen, kosten 28 Minuten. Wow. Ja, aber der nächste Feuer. Ich brauche, ich komme mal zu dir. Ich brauche nämlich Forged Iron, um meine Shovel hier zu reparieren. Kommen Sie rum. Ich werde hier irgendwo sein. Ist halt die Frage, ob wir für den Horde 7, Tag 7, oh. Ja, Tag 7, für die Tag Horde 7 Horde. Ein bisschen viel Aufwand betreiben, aber. Absolut, aber dafür müssen wir den Tag 14 Horde nicht mehr so viel Aufwand betreiben, ne? Den Tag vor dem Abend loben. Dann können wir auch mehr, mehr raus Sachen machen. Das stimmt, da haben wir schon mal eine gute Vorbereitung. Grundlage schaffen. Ich bin mir nicht sicher, bitte, welche Taktik die glückste ist. Wo bist du bisher? Ist da Forged Iron drin? Nee. Ich komme hoch nochmal hier. Komm dir entgegen. Bin ich schnell. Welche Taktik? Naja, Zombies abzuhalten. Also. Probier das jetzt aus, wenn es da schief geht. Hier nehmen wir erstmal die. Die sind sehr interessant. Und dann, was wird sie haben? Forged Iron, damit ich meinen Schaufel reparieren kann. Genau. Nimm mal ruhig Hälfte, Mama. Ja, oder nimm mal alles. Nimm mal die. Das schon. Ja. Ach, hier halt. Wood Spike Traps. Und halt noch was Schild für dich. Würdest du das hier mitnehmen und einfach nur wegpacken? Was? Noch mehr? Nee, lass das liegen. Mark Blend Fiber, lass mich doch. Ja, ich mag den Grund. Glenn Fiber, ist das hier irgendwie so ein neuer Schauspieler? Ja, Glenn Fiber. Hey, Mr. Glenn Fiber, hey, Darren. Can I get an autograph? Mr. Fiber, just a second. Boah. Ah, siehst du, ich bring dich noch zum Lachen, da ist die Beziehung noch frisch. Just a second. Mr. Fiber? Weiß nicht, warum ich das so lustig finde jetzt, aber ich finde es. Ja, keine Ahnung. Weil der Humor einfach primitiv ist. Ja, aber glücklich. Aber primitiv, glücklich. Aber glücklich. Hat schon Neubart gesagt. Was denn? Destroyed gewesen. Was ist hier eigentlich gar nicht da? Ach ja, das ist ja bei uns auch mehr Hörspiel als wahres Gameplay, ne? Was wir hier machen. Ja, nee, das ist genau, das dient eigentlich nur zur Untermalung zu. Des Ganzen, ja. So. Silber Waffen drin? Nee, hast du nicht. Wo ist die Kohle hin? Ach, da oben. Ah, ganz oben. Die Kohle, ja. Aber könnte man auch bei Waffen machen, hast recht. Ja, ich werde jetzt mal hier die. Ich habe so Slug-Munition. Slug-Munition. Für die Sluts. Also Sluts, what? Oh Gott. YouTube, nein, es war Freudscher Versprecher. Sorry.
Wie love sluts. Aufhalten. Wait. Not true. Weil es ist auch wieder Ausgrenzung wahrscheinlich. Ja, genau. Musst du jetzt wahrscheinlich sagen, weil sonst Diversitäten ausschließt. Man kann auch sein, dass wir dann halt einfach nur Werbung für Make-up vorher haben. Kennst du die Autodoktoren? Ja. Hm? Ich hab das gern gepostet, wo der Typ. Der alte Herr. Ja. Den seine Kupplung verschleißt. Ach, den. Meinst du das? Meinst du das? Aber ja, das war auch bei den Autodoktoren, wo er. Ah, nee, was meinst du? Was? Die Autodoktoren, einfach diese Sendung auf YouTube. Ja. Wie kommst du auf beiden? Weil der Jüngere von den beiden da hat gesagt in einer Sendung, sie suchen Mechatroniker, ne? Ja. Und sollen sich doch bewerben, bla bla bla. Und dann haben sie in der nächsten Folge Post gekriegt vom Anwalt, man dürfte das so nicht sagen, weil man sollte auch natürlich nicht die weiblichen und Diversitäten. Natürlich. Und da hat sich jemand, weißt du, da macht sich jemand Spaß denn draus und. Und wenn es ihm auf den Sack geht, weißt du so, dann sagt er das immer so schön. Der Anwalt ist wahrscheinlich auch nur. Nee, der hat sie nicht verklagt oder so, der hat einfach darauf hingewiesen. Nee, das ist heutzutage ja aus dem Gleichstellungsgesetz müsste. Und der Ältere sagt nur so, yo, alles gut. also hat er so ausgedrückt, weißt du so. Also weißt du, die beiden, die tun ja keine Fliege was zu leiden, weißt du, dann gehst du dem mit so einem Scheiß auf den Sack. Ja, Entschuldigung, ja, genau, aber das ist unnötig. Also, nee, Gleichstellung ist gut, aber er hat so gesagt so, aber wir suchen eigentlich noch eine Stelle. Aber weißt du, also, ist doch wohl auch klar, dass er männlich wie weiblich sucht, weißt du? Genau, ihm ist es klar. Ist ihm doch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ist doch Hauptsache gut. Aber das sind einfach zwei grundunterschiedliche Kerle da, die jetzt nicht sagen, ich will keine Frau in meiner Werkstatt, weil weißt du, wenn sie mit gleichen Qualifikationen kommen würde. Aber so ist das, Jan. Ja, das ist ja, sagt auch, es ist Zeit, Leute, dass ich das auch noch erwähnen muss. Weißt du, also. Ja. Das finde ich immer so schön, weil du denkst ja auch so, und dann denkst du, ja, alles gut, da steckt ein Pfeil im Boden. Wie kommst du da jetzt denn drauf? Frag mich gerade. Wenn ich das wüsste. Wir hatten irgendwie so einen komischen chauvinistischen Spruch, glaube ich, am Start eben und, ach, keine Ahnung. Wegen Slut. Slut, genau, wegen Slut geschossen, genau. Das ist chauvinistisch. Weißt du, wenn wir privat hier abledern, ne? Aber in der Öffentlichkeit, wo du so kannst stehst, du in der Öffentlichkeit kannst du das nicht bringen. Ja. So wie wir uns unterhalten. Das ist ja aber manche Leute mit den Ohren schlackern. Da wirst du denken, wow, wer sind denn die beiden? Aus den 70er die ausgebrochen, oder was? Die haben bestimmt Sturmwerte. Genauso Schnäuze. Ach ja. Nee, wir sind so harmlos, Leute, wir sind so harmlos. Scheiße, vielleicht nicht harmlos. Wir sind... Kill the Rabbit Challenge? A strange shot to discover during the... Read. I kill some rabbits with a shotgun. Bleib nicht zurück, bis schon mal. Du, das ist meine Zeit. Accept this. Jederzeit. Wann? Wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich sein? I will do this. Ich werde mal Pilze nicht essen, ne? Guck mal, da kann man Grandpa's Awesome Sauce draus machen. Was ist Grandpa's Awesome Sauce? Dann braucht man Benzin und Casino-Tokens, so. Was? Du meinst, was baust du da aus Casino-Tokens und Benzin? Eine Sprengfalle oder was? Was ist das? Damit kann man besseren Deal machen. Antipersonenmine oder was baust du da? Grandpa's. Ist das legal? Awesome hallo, Sauce. Hallo? Das Ding an. FBI? Der Typ ist eigentlich harmlos. Oh, jetzt haben wir wieder Spaß. Der Baum geht nicht weg, der ist schon weg. Ach, fuck. Ja. Hatte ich gerade auch gehabt. Dass er denn. Ja, das ist doch dumm. Meter weiter steht da. Der Peter. Und freut sich.
Wie sieht es bei dir aus mit der Flexstone-Produktion? Habe ich abgesagt. Ich hatte mich jetzt um Barbed Wire gekümmert. Ja, der Baum ist ja auch weg. Was ist denn? Habt ihr den Server neu startet? Irgendwas kaputt gegangen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Darf ich hier auch noch irgendeinen Baum wegmachen? Ja, der ist auch der nicht ist da. Das ist doch Mist. Was ist denn los mit Alpha 17? 221, nee, schon der vierte Patch. Ah, der geht weg. Oh, danke. Schon der vierte Patch und... Ach, der Baum wird verschwunden. Ich habe ihn umgedreht. Da denkst du hier, die hätten irgendwas gefixt und dann passiert sowas. Was ist denn das? Oh, Coffee Seeds. Nice. Das ist geil, das ist die Woche des Mauerbaus, ne? Ja, müssen wir müssen wir am Anfang schreiben, niemand hat vor. Eine Mauer zu bauen, Eine Mauer zu bauen. Lustige Dialoge, langweiliges Gameplay. Hey, willkommen bei die 2 um 14:15 beim Mauerbau. I'm Level 16 now. Level 16, wo bin ich denn da? Ich bin um 15. Ich hab mich ein bisschen... Weil willst du, so was wir machen könnten heute? Hier ist, wo ich bin. Siehst du mich auf der Karte? Ich kann ja vorbeikommen. Hier ist so ein kleines Häuschen so. Wo man mal, so mal reinschnuppern. So ein Dungeon-Ding. Okay, warte mal, dann gucke ich mal, was ich... Zu viel Kram dabei. Warte mal, lass mich den... Das ist egal. Ich werde mir mal einen Schlafsack hier hinpacken. Wie war das? Du meinst, dass wir jetzt zum Ende der Folge nochmal was... Nochmal kurz da rein, ne? Noch 10 Minuten haben wir ja noch ungefähr. Ja, warte, ich hab Ausdauer. Und eine Kiste, wenn wir ihn machen. Bedroll und Dorn Chest. So, und dann... Schauen wir mal... Ob man mal... Was sieht. Ja, ich komm gleich. Ebenso Repair. Repair. Weil die Mauer ist jetzt so gut wie fertig, außer wir machen sie 5 hoch, was ich auch sagen würde. Aber ich kann mir von innen auch eine doppelte Mauer machen, weißt du? Ja, das können wir alles noch. Komm mit zu dir. Komm, alles noch. Ist egal, wir stellen eine Kiste hin, dann mülle ich mich da rein. Ich hab ja, hab ich gerade hingestellt. Wobei, das brauche ich alles hier erstmal nicht. Außer das. Nochmal, Recipes. Noch ein paar Iron Bows hier, Iron Geschichte. Natürlich keine Bow. So, Schlafsack liegt. Hast du was bei zum Schlafsack machen? Oder? Oh. Oh. Okay, schnell ihn machen, ja. Ich habe einen einstecken. Achso, dann wollte ich ihn machen. Scheiße, ja, wieder wegschmeißen. Kann ich mal meinen Bogen reparieren? Schneller nochmal. Der geht lohnt sich kaum, zwischen. Weil einen Schlafsack hier zu setzen macht fast keinen Sinn. Doch. Weil es um die Ecke Uhrzeit. Ist. So, meinst du jetzt hin und her laufen wäre blöd? Ja. Deswegen mach ich jetzt, sagen wir mal. Ja. Will ich mal so sagen. Wir dürfen nur nicht vergessen, den Schlafsack neu zu setzen, wenn wir zurückkommen. So, Shotgun. Pistol. Machete. Ich müsste mich auch mal ausmüllen. Ja, ganz ran. Mein Bogen, hier ist er. Krieg vielleicht nochmal einen neuen. Strange? Nee. Perception? Archery. Konnte man ihn mal kaufen? Bevor wir jetzt darin gehen. Boom Headshot nochmal kaufen. Ich habe keine Punkte, wir können rein. Run and Gun. Wo geht's denn rein? Ist hier irgendwo ein Eingang mit einer Taschenlampe? Ich hab... Mit einer Taschenlampe? Ja, das wäre ein Dungeon. Also müsste ein Eingang mit einer Taschenlampe markiert sein. Oha. Weil sonst wird das kein Dungeon. Was hatten die gemacht? Voll ein Spagat. Also bei mir läuft's ja nicht jetzt. Bist jetzt gar nicht getroffen? Okay. Selbst wenn sie tot ist, triffst du nicht. Hier geht's rein. So. Und du meinst? Über die Treppe. Naja, normalerweise die Dungeons, die richtigen Dungeons sind wie mit einem. Da ist irgendwo eine Taschenlampe, die zeigt auf einen Eingang, ein Loch in der Mauer. Ja, aber hier ist so ein großer Scheinwerfer. Nee, vielleicht so ist das nicht. Nee. Das sieht mir aber dungeig aus hier.
Hier kannst du mir mal helfen, das Ding einzuschlagen. Na ja, klar. Da ist eine Taschenlampe. Ja, genau. Das ist dann, das passt dann. Ach, und hier zeigt er dann den Eingang. Hier wäre irgendwas offen gewesen nebenan, aber ist egal. Ups. Oh, was war das denn? Hallo? Ja, ist frei. Kannst kommen. Achso, ja. Okay, wir gehen schon rein. Ich dachte, ich guck mal ganz kurz nochmal nach. Loot! Hier oben. Komm mal. Ist ja richtig was los hier, ne? Ja, Wahnsinn. Auch unheimlich viele Zombies. Sind die kaputt gemacht oder was? Komm mal, wow, ist ja noch eine drin. Warte mal. Hier, das ist die. Der will ich nehmen, ne? Wenn er. Ja, warte, gebe ich dir. Bisschen klein machen? Okay. Ah, die geht. Kriegt das hin. Weil ich habe Loot, Dings geskillt. Ja, du lootest, ja. Das ging doch gut. Pistole mit zwei Schuss, eine Zweier. Eine Zweier-Pistole? Mhm. Wo kommen wir denn hier weiter? Ist das hier? Das ist 1000. Was ist die Wand? Auch 1000. Ja, ich habe hier mit meiner 69er und Dings. Ja, es geht schon ganz schön. Aber ich glaube, wir können noch raus. Ich glaube, das war's. Und jetzt? Regnet's? Ja, das ist ja der Ausgang. Okay, lohnt sich nicht. Das ist ja toll. Ehrlich, aber ist hier ja sonst nichts mehr? Haben wir uns ja hart vorbereitet auf diesen schweren Dungeon. Ja, dachte ich, hier ist vielleicht noch was. Ja, ich hätte jetzt geguckt erstmal, wie es da weitergeht, oder? Ja. Also hier ist auf jeden Fall die Wand, okay. Hier geht's hoch aufs Dach. Und was ist dahinter? Dürfte die Außenwand sein, oder nicht? Ja, hier geht's raus. Ja. Nee, geil. Ja. Richtig geil. Geilen Dungeon mal durchgezogen. Oh. Ich meine, es sieht nochmal ja cool aus, ne? Einen schönen Bogen, ja. Trader City. Ey, nicht anfangen zu regnen, ich will einen Screenshot machen, du Spiel des Todes, ey. Natürlich. Grauste Werte hier. Warte mal, wenn man hier diese Kisten kaputt macht, was ist denn? Kriegst du Sand raus und so Sachen. Random Materialien, okay. Wahrscheinlich, ja. Nicht random. Sand. Hier gibt's Holz. Und da ist nochmal ein Backpack. Aha. Also hier sind so Sachen noch versteckt. Scheinbar. Ja, oft ist ja in Wänden auch irgendwelchen hinter doppelten Türtafeln oder sowas sind Sachen drin. Doppelten Böden. Ja. Ja, war aufregend. Ja, ich gerne 5 Euro für den Tipp. Ich nehme meinen Schlafsack wieder auf. 5 Mark. Nehmen wir den Schlüssel mit nach Hause, der da drin lag, oder? Was für Schlüssel hast du? Ich hab einen schönen Compound. Ah, warte mal. Lucky Googles, das war beim Looten. Ne, dann nehme ich die. Ja, das war ja dann echt. Ja, ob ich jetzt in der Kiste, was soll ich mitnehmen? Also. Die Hälfte vom Forge Iron und die Barbed Wire. Ne, hätte ich gesagt. Die Hälfte von Forge Iron und die Barbed Wire, auf jeden Fall, ja. So, Spikes, dann nehme ich die Strings mit, genau. Ja, dann nehme ich noch das Holz mit und das Stacked. Okay. Muss jetzt erstmal unsere Basis wiederfinden. Den töte ich noch mal schnell. Die Zombies hängen schon wieder. Was ist denn da los?
Der Zombie, den ich eben erschossen habe, der hängt schon wieder. Wir haben doch eben extra neu gestartet, damit die Zombies nicht mehr hängen. That's not good. Was soll ich da? Was soll ich da? Was soll ich da? Das ist ein bisschen doof. Peckmull. Peckmull war gut. Geht da noch was? Heavy stay down, keep cuts. 36 Sender, Mother Load. Nee, sonst geht nichts weiter. Und da kann ich erst einen reinsetzen. Ja, die Zombies stehen rum. Schon wieder. Naja, gut, die Folge ist eh vorbei. Na gut. Let's ihr Lieben, die zwei, Viertel nach drei am Donnerstag, am Sonntag. Schon vorbei. Schade. Viertel nach drei und schon vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Heute war Samstag, morgens die Sonntagsfolge. Ja, wir werden jetzt halt noch ein bisschen bauen und machen. Ich werde gleich nochmal einen Server neu starten, in der Hoffnung, dass dann die Zombies sich das mal überlegen, weil so macht das ja keinen Sinn. Jawohl. Dass die hier so komisch rumalbern. Ist ja albern. Oh, der hat einen Lootpack da gelassen. Das ist ja nett. So. Ja, ein Kerzenständer, ich bin begeistert. Gut, nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns so einen Daumen nach oben da. Link in der Videobeschreibung zu dem Video des jeweils anderen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.